Schönen guten Tag. Heute geht es um Sakraldekubitus oder Dekubitusse. Wir gehen davon aus, dass heute hier eine trockene Wunde da ist, die wir irgendwie aktivieren wollen, damit sich diese trockenen Belege lösen. Da gibt es die Möglichkeit, mit Gelen zu arbeiten oder von einer Verbandsschuhfirma gibt es auch nasse Pads. Die zeige ich euch, wie man das jetzt anwenden könnte. Man desinfiziert natürlich die Wunde fachgerecht. Wichtig ist, die Einwirkzeit beachten. Ist von den Herstellern vorgeschrieben, 5 bis 10 Minuten, je nach Produkt aufwärts. Dann kann man einmal drüber wischen, damit diese Belege, die sich leicht lösen, weg sind. Dann kommt hier diese feuchte Kompresse hinein. Damit es nicht verrutscht, kann man es abdecken. Und dann kommt ein Verband. Da kann man sich entscheiden, ob man eine Folie nimmt oder wie hier so ein breites Fixierpflaster. Das wird hier ich habe natürlich wieder eins zu wenig abgeschnitten. Das wäre eine Variante, wenn man jetzt eine trockene Belege oder auch Nekrosen hat. Dieser Verband kann je nach Produkt 24 Stunden oder 72 Stunden oben bleiben. Wichtig ist, dass man das gut fixiert und wenn Stuhl sich quasi dem Verband nähert oder auch Kontakt hat, muss man es leider neu machen. Das war jetzt eine trockene Wundversorgung.